Ja, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Wir haben alle Freaks hier besiegt und gehen jetzt mal in die Basis rein. Mal schauen. Oh, so, jetzt kommen wir hier endlich rein und hier können wir jetzt den Pokémon Vitalisator zum Beispiel immer benutzen, um unsere Pokémon zu heilen. Das ist sehr, sehr gut. Weil dann sparen wir uns das und wir können auch hier abspeichern. Ne, können wir nicht. Wir können nur das Pokémon-Lagerungssystem benutzen. Haben wir irgendwelche Items da drauf? Nö, haben wir nicht. Okay, schade. Ich hätte hier dann doch gerne meinen Spielstand gespeichert. Ach ja, wir können ja überall speichern. Wie doof. Was? Ey, kein Schritt weiter. Was willst denn du von uns? Eine Herausforderung von Kryptoknecht Kerstin. Okay. Zwielich und Eneko. Okay. Bleibt abzuwarten, welches davon ein Krypto ist oder vielleicht gar keins. Ist man ja sehr gespannt. Ah, gar keins. Okay, können wir sofort draufklatschen. Zwielicht weg und das gute Enekoro auch weg. Ich glaube nicht, dass es das aushält. Doch. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Verdammt, es hat sich verliebt. Na dann, Flamara. Das war's. Nein, was ist da los? Oh Gott, ich muss meine Pokémon unbedingt weiter trainieren. So. Flamaralein. Nein, 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 nein. Nachtnebel. Okay, okay, ganz ruhig bleiben, passt schon so, passt schon so. Ah, jetzt bist du dran, Zwielicht, und Eneko bist auch gleich down. Wieso das? Ach, komm schon. Ah, immer dieses Verliebtsein, ne? So, Zwielicht ist down, und das war's. Jawohl. Ja, Tackle-Attacke, mach du mal, ne? Mach du mal schön da. Eine Tackle-Attacke. Kannst mich mal. Hier, Biss-Attacke. Und Krypto-Knall. Komm schon. Nein, es ist wiederum Stab vor Liebe. Mann, Mann, Mann. Egal, wir steigen jetzt ein Level up. Mit unserem geliebten Flamara. Also, Level up, sag ich doch. Sehr gut. Neue Attacke? Nee, noch nicht. Spielerbesiegte Kryptoknecht Kerstin. Sehr gut. Oh Mist, gegen dich sollte ich doch gewinnen. Solltest du vielleicht. Solltest du? Hast du aber nicht. Haha, Loser. Okay. Schauen wir mal, wie es hier so weitergeht. Jawohl. Meine Pokémon sind wieder topfit und wir können weitergehen. Auf jetzt in die Tiefen des Untergrunds. Ja. Mal gucken, hier ist also die Kryptobasis, ja? Ah, sieht ja nicht so besonders einladend aus. Hallo, Grummen. Der Misserfolg von XD001 bringt unseren Plan vollkommen durcheinander. Ich wünschte, die Untersuchung wären beendet und wir könnten wieder an die frische Luft. Na, wer bist du? Wie bist du nur hereingekommen? Ja, keine Ahnung, durch die Tür, du Nase? Also ehrlich. Perlu und Krebskorn. Okay. Was machen wir denn da? Ich habe jetzt hier zwei Feuer-Pokémon draußen, ne? Nicht sehr einladend gerade. Ich versuche eine Krebskor-Attacke und einen Krypto-Knall. Und hoffe einfach mal, dass wir schneller sind. Sind wir auf jeden Fall, aber es bringt nicht sonderlich viel, muss ich gerade feststellen. Na? Eieiei, das schon. Okay. Sehr gut, der Biss hat gewirkt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass jetzt
Cripscore keinen Unfug macht. Beziehungsweise Perlu. Cripscore haben wir ja gerade down gemacht. Nein. Ei, der Daus. Okay, ganz ruhig bleiben jetzt. Perlu muss verschwinden. Auf jeden Fall. Und tschüss. Nein, was denn da los? Was hat denn das für eine Abwehr? Das gibt's doch gar nicht. So, tschüss Perlu. Damit sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Und erstaune. Ja, ist nicht sonderlich effektiv. Passt schon so. Auf dich können wir gut Glut schleudern und das war's dann. Los und du bist da. Auf geht's. Glutattacke. Und gleich kommt die zweite Glutattacke, mein Freund. Ja, da nutzt ja auch dein Brennen nichts mehr. Sehr gut. Hundusta ist im Kontra-Modus. Das heißt im Krypto-Modus. Das heißt, gleich einfach mal rufen im nächsten Kampf. Und dann haben wir wieder sein Herz ein Stück weit mehr geöffnet. Das ist sehr gut. So. Wir haben dich mal eben weggenatzt. Ja, tschüss. Haust rein. Und bist wieder arbeitslos. Hab ich gemacht, danke. Das ist schlecht. Ich muss Lucia über diese Sicherheitslücke in Kenntnis setzen. Hey, Feigling. Was ne Feigling, ey. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Hier wird eine ID-Karte benötigt. Okay. Wir kommen hier nicht gerade vorbei. Sehr unschön. Oh, hallo. Es scheint sich von dieser Seite aus nicht öffnen zu lassen. Wir haben Probleme und da haben wir ein weiteres Problem. Kein Herumgerinner auf dem Gang. Ich glaube, das ist eine Frau, ist aber egal. Eine Herausforderung von Kryptoknecht Jamilia. Ja, was hast du denn? Ein Dudu und ein Schwalbini. Oh, ich heule gleich. Ja, ist eins davon vielleicht ein Krypto-Pokémon? Ich glaube nicht. Ha! Erstmal öffnen wir jetzt von unserem guten Hundusta noch mal ein bisschen das Herz. Na dann. E-Gamer ruft Hundusta und das Herz ist komplett offen. Denke ich mir einfach mal, weil alles komplett weiß ist. Ja, Schwalbini, nee, ist klar. Mach du mal deinen Heuler. Passt schon so. Na? Flamara Glut. Sehr gut. Ah, verdammt. 2 KP oder so. Ja, jetzt brennt's auch noch. Gut, dann können wir gleich alles auf Dudu schleudern. Weil das wird wohl Schwalbini nicht überleben. Also die nächste Verbrennung wird ihm schaden. Jawohl, ich habe recht gehabt. Schwalbini geht down. Hervorragend. Aber auch da müssen wir halt aufpassen, demnächst bei Krypto-Pokémon, da wir das halt wissen, kann es halt immer wieder passieren, dass unsere Krypto-Pokémon dann down gehen und das ist halt sehr unschön, wenn es halt mal ein legendäres ist oder so, ne? Das wäre dann halt schon sehr doof für uns, für mich. So, Hundusta, dein Herz ist eh schon jetzt frei, das heißt, ich werde dich umzwitschen. Ja, du armes Mädchen. Komm, geh, bist arbeitslos. Hab dich weggeklatscht. Oha, eine Nachricht auf unserem PDA. Und Lusta ist bereit für die Kryptoerlösung. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Wir nehmen jetzt als nächstes, würde ich mal sagen, Seemops. Und machen das frei, weil ein Wasser-Pokémon können wir immer ganz gut gebrauchen. Und ja, schauen wir mal. Ich glaube, die Weiterentwicklung ist auch sehr defensiv stark. Von daher, ich weiß gar nicht. Valros? Keine Ahnung. Hallo? Wann bekommen Sie den Kerl endlich dazu, seine Forschungsergebnisse rauszurücken? Er mag ja eine Koryphäe auf dem Gebiet der Kryptoerlösung sein, aber wenn er nichts verrät, hilft uns das nichts. Was? Ah, was machst du hier? Rumlaufen und euch allen in den
Hintern treten. Ich wollte nicht schon wieder Arsch sagen, obwohl ich jetzt schon wieder gesagt habe, aber ist ja auch egal. Ich schweif wieder ab. Lilipit, ja. Was zur Hölle? Gucken wir einfach mal. Keine Krypto-Pokémon da, alles klar, dann machen wir hier kurz einen Prozess. Glutattacke. Wobei ich nicht glaube, dass das bei denen da oben wirkt. Denn ich meine mich zu erinnern, dass beide vom Typ Stein waren, richtig? Ja, doch, es wirkt doch. Okay, ich habe mich wieder mal vertan. Ich kann doch nicht alle inzwischen fast 500 Pokémon wissen. Ehrlich. Ich bin da kein Pro drin, aber ich versuche mich gerade zu bessern. So. Kryptowelle down. So. Hallo Reed. Tschüss. Bye bye. Und Lilith ist auch gleich down. Hoffe ich. Denn die Säure kann uns vergiften. Was sehr unschön wäre, denn ich mag meinen Flamara. So. Blut und da tun wir mal eine Aquaknarre drauf. Ich meine mich zu erinnern, dass das sehr wirkungsvoll wäre. Da Glut, da, keine Ahnung, Glut ist nicht so wirkungsvoll, merke ich. Mist. Fast. Erstauner macht mir nichts. Gut, das heißt, das war's. Ende im Gelände, wir haben gesiegt. So muss es sein. Flamara Tackle. Sehr gut. Und tschüss. Bye bye. Blum. Sehr gut. Flamara erreicht Level 19. Ach ja, mein süßes Flamaralein. Obwohl es ja ein Kerl ist, ne? Ist mir aber so ziemlich egal. Es ist süß. Du meine Güte, mir ist ganz schwindelig. Ja, ich frag mich, warum Pokémon-Trainer nach dem Kampf immer schwindelig wird. Ich will einfach nur meine Forschung fortsetzen, also stör mich jetzt bitte nicht. Okay. Was zur Hölle? Oh, wer wandert hier herum? Der böse Onkel von nebenan, Mann. Naomi? Na, Mädchen? Was hast du denn da? Ein Quietel und ein Schuppet. Ein Eis- und ein Geist-Pokémon. Okay, gegen das Eis-Pokémon habe ich eine passende Antwort. Das wird wohl gleich First Try Down gehen, wenn es kein Krypto ist. Es ist kein Krypto, also können wir draufpratzen ohne Ende. Kryptowelle. Na los, komm schon, Flamara. Sehr gut. Das war's, Quickle. Quickle. Bye, bye. Okay. Bin gespannt. Weberak. Ja. Krypto. Eieiei. Mist, das kriegt jetzt sofort gleich einen Krypto-Knall ab, ne? Ist nicht sehr gut, weil ich nicht weiß, wie effektiv das sein wird. Und der Schuppet setzt uns ja gerade gewaltig zu. Ach ne, eine Kryptowelle, okay. Weiß ich aber jetzt auch nicht. Moment. Ah, ist nicht so wirkungsvoll. Okay, das ist sehr gut. Aber auf Schuppet. Gut, das heißt, ich kann jetzt erstmal Schuppet besiegen und dann gleichzeitig Weberak nochmal einen mitgeben. Wobei jetzt gleich der Schaden nicht mehr durch zwei geteilt wird, sondern auf einen drauf geht. Das muss ich berücksichtigen. Aber Glut würde Weberak einfach den Overkill geben. So, Kryptodunst macht mir nicht besonders viel, ist mir so ziemlich egal. Schauen wir einfach mal. Na? Komm schon. Gut, gut, gut. Nicht so viel. Ja, das kann sie noch ein bisschen hinziehen. Würde ich mal sagen, wir versuchen einfach mal, da wir 71 Pokebälle haben, auf Weberak zu gehen und dann einfach die Kryptowelle zu spammen. Das erscheint mir gerade am sinnvollsten. Weil ich habe dann doch Schiss, mal einen Volltreffer zu landen und das wäre sehr, sehr schlecht. Aber ich glaube, das wird nicht ausreichen. Oder wir haben echt Glück und es hat ausgereicht. Sehr gut, Weberak gehört nun zu unserem Team. Haha, Edgy Badge, Kryptoknecht.
Hast du wieder deine Hausaufgaben geschlampt, ne? Ich hätte mich nicht zeigen sollen. Ja, weil du dumm bist. Fahr zur Hölle. So. Ich habe immer so tolle Ansprachen, muss ich feststellen, ne? Die dürfsten Sprüche der Welt. Powered by E-Gamer. Was denn hier oben? Bitte, Professor Klein, erzählen Sie mir doch endlich von Ihren Forschungen zur Kryptoerlösung. Ich bin sowas von neugierig. Dann könnte ich meinen XD-001 sowas von stark machen. Ich habe es nämlich selbst geschaffen. Das wäre doch sowas von umwerfend, meinen Sie nicht? Das kann doch nicht der Ernst sein. Mit Leuten wie Ihnen würde ich niemals kooperieren. Oh, aber warum nur? Das ist echt sowas von unverständlich. Warum lehnen Sie ein so wundervolles Angebot ab? Und wenn Sie sich den Mund fusselig reden, Sie Früchtchen, ich habe nicht das geringste Interesse, an diesem grässlichen Krypto-Pokémon-Projekt mitzuwirken. Die Herzen von Pokémon mit Vorsatz zu versiegeln, das ist unentschuldbar. Beenden Sie das auf der Stelle. Oh, Sie sind sowas von gemein und engstirnig. Sie wollen einfach nicht begreifen, dass es eine Ehre ist, mein XD-001 zu vervollkommnen. Fate? Jawohl, liebliche Lucia. Raspel kein Süßholz. Das ist alles deine Schuld. Professor Klein ist sowas von aufgebracht, weil du sowas von grob warst, als du ihm unsere Einladung unterbracht hast. Oh scheiße, Professor Klein ist ein Er. Ich dachte immer, es wäre eine Frau. Na, das darf doch nicht wahr sein. Du hast ihn doch gehört. Er sagt doch die ganze Zeit nichts anderes, als er beim Krypto-Pokémon-Plan nicht helfen wird. Ich kann dich nicht hören. Unser Plan ist perfekt. XD-001 war nur für einen kleinen Augenblick ein kleines bisschen durcheinander. Ein kleines bisschen so durcheinander, dass es ein Schiff fallen ließ. Und was das für ein Durcheinander war. Fate! Das ist alles sowas von deiner Schuld. Und du hast an sowas von allem Schuld. Jawohl, also du musst dir jetzt sowas von was einfallen lassen. Die ist ein bisschen creepy, oder? Ja, so ein ganz kleines bisschen. Fate ist der Name nicht. Sie haben mein Mitgefühl. So jemanden zum Boss zu haben, muss ein wahrer Albtraum sein. Halten Sie die Klappe. Im Grunde genommen ist das alles sowas von Ihrer Schuld. Sie helfen uns jetzt mit dem XD-001. Lassen Sie uns darüber reden. Ich erkläre gerne, warum es ein Vergehen ist, Krypto-Pokémon zu erschaffen. Ich glaube, das interessiert den Fatzke überhaupt nicht. Allerdings, was mich interessiert ist, wie euch der Part gefallen hat, schreibt's mir in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dann und tschüss, euer Let's Play E-Gamer.